Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Allgäu TV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Und da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Im Mittelpunkt sollte immer der Mensch stehen. Und bei dieser ausufernden Bürokratie haben die Mitarbeiter in der Pflege unserer Ansicht nach zu wenig Zeit, um sich um ihre wirkliche Aufgabe zu kümmern, um die pflegebedürftigen Menschen. Das sind wir den Leuten in den Einrichtungen schuldig. Unsere Pflegerinnen und Pfleger in der Altenpflege brauchen hier dringend die Unterstützung. Und die ist nun gegeben. Es wird was Neues erarbeitet. Und ich denke, das kommt da an, wo es sehr wichtig ist, nämlich bei den Menschen, die gepflegt werden. ISA 2, Gund Remmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Die SPD sieht es ganz genauso. Also ich war schon nahezu erzürnt, als ich gehört habe, dass jetzt hier das auf die Bürger abgewälzt werden soll. Prinzipiell muss man natürlich jetzt in der Rückschau schon sagen, hier sind Fehler gemacht worden. Wir haben in den 60er, 70er Jahren viel zu sehr auf die Atomkraft gesetzt und haben die Forschung in andere Bereiche, Windkraft, Solar, schwer vernachlässigt. Und das holt uns jetzt ein. Es geht nicht, und das ist unsere Ansicht, dass Gewinne privatisiert werden. Und wenn sie dann für Leistungen aufkommen, müssen die sozialisiert werden können. Das Ganze wird in aller Ruhe geprüft und das Thema ist viel zu komplex, um jetzt so einen Schnellschuss abzusetzen. Und das war's schon wieder von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder hier bei Allgäu TV.